Ja, liebe Mitglieder des Wirtschaftsbeirats, liebe Gäste unserer heutigen Veranstaltung, ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen zu unserem heutigen digitalen Wirtschaftstalk des Wirtschaftsbeirats Bayern im Landkreis Starnberg. Ja, wir freuen uns sehr, dass unser Landrat Stefan Freu heute bei uns ist, zusammen mit Christoph Winkelkötter, Geschäftsführer der Regionalagentur GWT Starnberg Ammersee und Professor Thomas Köhler, Experte für Digitalisierung, Innovation und Cybersecurity. Wir werfen heute einen Blick auf zwei sehr junge und sehr erfolgreiche innovative Unternehmen aus unserem Landkreis. Katharina Kreitz von der Firma Vectoflow ist heute bei uns, sowie Konrad von der Tann von der Lidium GmbH. Vielen Dank an Sie alle, dass Sie heute teilnehmen. Ich freue mich sehr. Ja, die Pandemie begleitet uns jetzt schon seit 9 Monaten sehr aktiv. Im Landkreis Starnberg haben wir schon seit Januar damit zu tun. Ein allzu schnelles Ende scheint momentan zumindest und eine einfache Rückkehr zu einer Prä-Pandemie-Situation scheint unserer Wirtschaft scheint nicht absehbar. Viele von uns sind jetzt schon gezwungen, ganz neue Wege zu beschreiten, privat und oder beruflich. Das eröffnet aber auch den Blick auf neue Lösungen und Wege der Gestaltung. Herr von der Tann, Sie sind heute bei uns von Lilium. Sie sind tätig bei Lilium schon seit einiger Zeit und ich habe mich im Vorfeld mit Ihnen unterhalten. Wir hatten ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Ich bin begeistert von der Firma. Ich zeige es auch jedem, die schönen Videos. Und ja, habe ein bisschen recherchiert. Lilium, der Tesla der Lüfte. Was dürfen wir uns darunter verstehen? Vielen Dank zunächst für die Einladung und freut mich natürlich sehr, hier im Landkreis Starnberg unsere Vision und Technologie zu teilen und auch sozusagen vor Ort zu sein und an unserer Vision zu arbeiten. Was ist Lilium? Lilium wurde von vier Luft- und Raumfahrtingenieure der TU München gegründet vor ein paar Jahren, 2015, mit der Vision, ein elektrisches Flugzeug zu entwickeln, was senkrecht starten kann und damit die Mobilität zwischen Städten und in Regionen neu zu definieren mit einem nachhaltigen und infrastrukturschlanken Ansatz. Seit der Gründung sind wir sehr stark gewachsen. Wir sind, als ich dazu kam, vor 2,5 Jahren, waren wir ca. 70, 80 Leute am Flughafen Oberpfaffenhofen. Nun sind wir ein Team von über 600 Personen, die an der Zertifizierung, Produktion und Einsetzung des Flugzeugs arbeiten, überwiegend mit technischem Fokus. Und wir fühlen uns sehr wohl am Flughafen Oberpfaffenhofen und bei Ihnen im Landkreis Starnberg. Für uns ist es immer ein idealer Standort, wo wir auch Talente aus der ganzen Welt herholen können. Sehr schön. Ja, toll. Ich glaube, wir werden da noch näher nachher in der Gesamtdiskussion eintreten. Ich würde jetzt mal überschwenken zu Frau Kreitz. Liebe Frau Kreitz, auch Sie sind im weiteren Sinne unter anderem mit Ihrem Produkt tätig im Bereich Fliegen. In diesem Fall geht es um Drohnen, haben Sie mir erzählt, für deren Produkte Sie Anwendungen schaffen, die gebraucht werden. Wie können wir uns denn die Produkte Ihrer Firma Vectoflow vorstellen? Können Sie das uns kurz erklären, was Sie machen und wie Sie dazu gekommen sind? Und das ist auch eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ja, mache ich gerne. Also hallo zusammen. Erstmal, wir haben sehr viel mit Lilium gemeinsam. Ich bin ganz doll Freundin mit Daniel, CEO von Lilium. Und tatsächlich sind wir Nachbarn in Oberpfaffenhofen. Wir fühlen uns auch sehr wohl. Und Lilium hat tatsächlich Messtechnik von uns. Deshalb arbeiten wir tatsächlich sehr eng da zusammen. Aber was machen wir denn genau? Also meine Firma Vectoflow gibt es auch seit 5,5 Jahren und wir stellen aerodynamische Messtechnik her. Heißt, wir messen in allerlei Strömungen, also in Luft, Wasser, Gas, Öl, ist eigentlich egal, Hauptsache es bewegt sich. Da nehmen wir alle möglichen Parameter raus, also sowas wie Geschwindigkeit, Anströmwinkel, Druck, Temperatur, Massenstrom, all solche Sachen. Und das brauche ich eigentlich in ganz, ganz vielen Bereichen. Also es ist ganz viel im Luft- und Raumfahrtbereich, aber auch ganz viel im Automotive-Bereich. Wir sind zum Beispiel, Sie schauen ja wahrscheinlich viele Formel 1, diese L-förmigen Dinger, die vor den Fahrern kommen, die sind zum Beispiel von uns, was ein bisschen auch schon wie Zahnarztbesteck, aber es ist es nicht.
Und es geht dann wirklich bis zu zum Beispiel so Dunstabzugshauben oder so, wo wir auch Instrumentierungen machen. Also sobald sich da irgendwas bewegt, messen wir was. Also wenn zum Beispiel irgendwie bei BMW jemand ein super aerodynamisches Auto machen möchte, muss er ja wissen, wie geht die Strömung um das Fahrzeug rum. Und das kann man mit unseren Systemen quasi bestimmen. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel eine Drohne habe, das kann entweder so eine Taxidrohne wie bei Lilium sein, oder quasi militärische Drohnen oder so Landwirtschaftsdrohnen. Das ist dann so, dass zum Beispiel unser System quasi eine Böe zum Beispiel vorab detektiert und dann zum Beispiel aktiv in die Steuerung eingreift und sagt, boah, mach mal Motor rechts jetzt mal ein bisschen mehr Power, dass dann das Ding quasi an sich nicht ausgeschwungen wird. Und ich habe das mitentwickelt und die Idee ist auch von mir zusammen mit meinem Mitgründer entstanden, weil ich habe halt auch Luft- und Raumfahrttechnik studiert, zusammen mit Daniel bzw. Wiegand hier von Lilium. Und ich habe, weil ich mich sehr schnell langweile, immer gearbeitet parallel zum Studium und habe halt dann für Airbus oder für die NASA oder für Lufthansa Technik oder BMW gearbeitet und immer am Prüfstand. Und da gab es eigentlich nur einen Hersteller für so Strömungssysteme und das war ein Amerikaner und der wusste das sehr, sehr gut, dass er der Einzige ist. Und hat es auch ziemlich ausgenutzt, seine Marktmacht, und war einfach nur ätzend. Und dann saß ich in meiner Diplomarbeit, habe ich bei BMW geschrieben und da saß ich im Windkanal. Und mein damaliger Betreuer, der jetzt mein Mitgründer ist, der war davor bei GE, da haben wir dann irgendwie gesagt, ja, das wäre doch viel praktischer, wenn man jetzt diese Messtechnik, wenn man das irgendwie anpassen könnte, weil da gab es immer nur drei Formen, die waren immer viel zu groß, die haben die Strömung schon so kaputt gemacht, dass man da eigentlich überhaupt eigentlich die Strömung am besten raten konnte. Und da gibt es jetzt diesen 3D-Druck, das gibt auch jetzt auch Metall, und dann sind wir tatsächlich nach Kreiling hier zu EOS, das ist der aktuell führende Hersteller für 3D-Drucker, haben denen das vorgestellt und haben dann angefangen, mit denen das zu entwickeln. Und dann wird da wirklich offene Türen eingerannt, weil zum Beispiel auch unser erster Kunde war ein Formel-1-Team und mittlerweile, also wir haben im Automotive-Bereich angefangen und sind dann jetzt ganz, ganz viel in Luft- und Raumfahrt, also so SpaceX, Tesla und solche Sachen sind auch unsere Kunden weltweit. Wir haben mittlerweile Kunden in über 70 Ländern. Ja, sind da bisher so, dass jeder eigentlich, der von unserem Konkurrenten zu uns gewechselt sind, der bleibt auch bei uns und das freut uns natürlich sehr. Und wir machen alles additiv und entwickeln das tatsächlich auch noch sehr weiter, weil wir immer am Limit sind, was 3D-Druck kann. Und deshalb ist es ein sehr, sehr spannendes Feld, in dem wir uns bewegen. Zusammengefasst. Also Sie sind ja auch sehr spannend, Ihre Geschichte, wie Sie dazu gekommen sind, hat mich begeistert. Jetzt an Sie beide die Frage, bevor ich an die anderen Teilnehmer gehe. Was würden Sie denn ganz kurz sagen jeweils, was sind die drei wichtigsten Vorteile unseres Standorts im Landkreis Starnberg? Also ich höre jetzt so ein bisschen raus, Sie sind Nachbarn, das heißt, man kann darauf schließen, wir haben hier schon fast ein Cluster in Oberpfaffenhofen, aber sagen Sie es einfach mal kurz, was sind die drei wichtigsten Vorteile, die Sie sehen? Soll ich anfangen oder? Gerne. Ja. Also was für uns tatsächlich sehr hilfreich ist, ist, dass wir mehrere Kunden, zum Beispiel das DLR oder auch Lilium natürlich, sind in der Nähe und es ist natürlich super, wenn man da einfach nur mal rübergehen kann und dann da halt auch sich ein bisschen die Anwendung anschauen kann und dann vielleicht auch mithelfen kann, weil es irgendein Problem gibt. Das ist natürlich ein super Bonus plus. Wenn Kunden zum Beispiel zu uns kommen, weltweit, abgesehen davon, dass es jetzt super ist, dass da dieses Hotel steht, wo wir immer ganz, ganz viele einquartieren, aber das ist auch einfach ein schönes, schönes Gefühl für die, weil das halt irgendwie sehr technisch wirkt am Flughafen, das ist einfach, da passt das ganze Bild einfach zusammen. Und bei uns ist es so, wir haben auch noch einen Überschall-Windkanal, so wie man sich das vorstellen kann, ist der sehr laut und ich habe fast über ein Jahr gesucht gehabt rund um München und jeder wollte uns aufnehmen, nur unser Windkanal war wirklich immer so ein bisschen das, was keiner wollte, weil ja in Schwabing, wo ich wohne, da will ich auch nicht das Ding, was 24 Stunden, 7 Tage die Woche läuft, neben mir haben, weil das halt Überschall kann, also mit 1,5 Macht dann losschießt und das ist sehr laut, so wie so ein Pressluft haben wir nur noch ein bisschen lauter und jetzt steht es quasi zwischen Autobahnauffahrt und einem Parkhaus und da stört es einfach keinen. Und das ist total super. Dann natürlich auch für die ganzen Mitarbeiter, die sehen Nähe, wenn es dann mal wirklich irgendwie super stressig ist und dann mal irgendwie mal einen Kopf frei kriegen soll,
dann da einfach mal irgendwie einmal um den See laufen oder wir gehen auch öfters mit Teilen von der Firma dann mal mittags schwimmen und so. Es ist einfach auch einfach für die Seele, ist einfach Schönes. Lebensqualität. Genau. Ja. Herr von der Tann, ich glaube, das Wort haben wir zwei auch schon in den Mund genommen, oder? Sie haben das erwähnt. Ja, ich glaube, das ist für uns, unser Team, auch auf jeden Fall der erste Punkt, wenn Sie aus dem Ausland oder von anderen Teilen von Deutschland nach Starnberg kommen, ein wesentlicher Punkt, die Lebensqualität sowohl im Sommer als auch im Winter. Das ist der erste Punkt, glaube ich. Der zweite Punkt, auch wie Katharina meinte, die Dichte an Unternehmen und damit für uns die Zulieferer, ist für uns sehr von Vorteil, dass man einfach kurze Wege hat und somit einfach in der Entwicklung sehr schnell ist. Und das dritte würde ich sagen, am Flughafen Oberpfaffenhofen sitzen wir auf der anderen Seite, also nicht beim Eingang, im ehemaligen Dornier-Headquarter. Wir haben dort sehr viel Platz, um zu wachsen. Wir bauen dort gerade Produktionshallen und dort gibt es ja viel Platz zu wachsen und wir können uns da ausdehnen. Ich glaube, das ist der dritte Punkt, der für uns Starnberg zu einem sehr attraktiven Standort macht. Das ist auch wichtig. Ja, jetzt haben wir dabei unseren Landrat Stefan Frey. Herr Frey, Sie sind seit Beginn dieses Jahres Landrat. Pünktlich zur Pandemie sozusagen haben Sie Ihre Amtszeit begonnen und sind seitdem mit Bravour im Krisenmanagement tätig. Wir schauen jetzt heute in eine ganz andere Zukunft, als wir es vielleicht letztes Jahr noch gedacht haben und werden sehr viel schneller wahrscheinlich digital sein und sein müssen und viele brauchen viele neue Lösungen für die Industrie. Was brauchen wir dafür ganz speziell in unserem Landkreis Starnberg? Ja, grüß Gott zusammen in die Runde. Stefan Frey, mein Name. Vielen Dank, Julia Finkeisen, für diese Runde und auch für die tollen Gäste hier. Was brauchen wir für unseren Landkreis? Ja, Unternehmen, wie wir sie gerade oder wie sie sich hier gerade präsentieren, nämlich innovative Unternehmen, Unternehmen, die im Fokus der aktuellen Politik stehen, die innovativ sind, die uns quasi auch in eine neue Form der Mobilität bieten und da ist der Standort in Oberpfaffenhofen wirklich prädestiniert dafür. Und meine Aufgabe abseits der ganzen Corona, des ganzen Corona-Managements, ist es einfach auch zusammen mit dem Betreiber dort, zusammen mit den Kommunen für attraktive Standortbedingungen zu sorgen und die notwendigen Flächen auch bereitzustellen, dann entsprechend baurechtlich zu beraten und die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass sich solche Unternehmen bei uns wohlfühlen. Und das sehe ich auch als Kernaufgabe, als meine Kernaufgabe an. Und da ist viel geleistet worden in der Vergangenheit. Da wird viel angepackt in der Zukunft. Da laufen viele Ideen, viele Überlegungen. Ich sehe mich hier auch als Scharnier letztlich auch zur Politik. Und es ist immer wieder eine wichtige Aufgabe, diesen Standort auch im politischen Fokus zu halten, weil er natürlich auch konkurriert mit anderen Standorten. Und wenn ich nur mal das Stichwort Hightech-Agenda der Staatsregierung aufgreifen möchte und sehe, wie viele Gelder da fließen und wer genannt wird und wer nicht, und da ist es mir besonderes Anliegen, dass dort auch wirklich dieser Standort Oberpfaffenhofen mit seinen Unternehmen in den Blick und in den Fokus auch der politischen Entscheidungsträger gerät. Sehr gut, ja. Wir haben noch bei uns Herrn Winkelkötter. Herr Winkelkötter, Sie leiten die Regionalagentur GWT in der Region Starnberg-Ammersee und betreuen täglich Unternehmen in unserem Landkreis und beraten diese. Wie erleben Sie die Situation momentan, ganz speziell jetzt in der Pandemie? Und wie meinen Sie, können wir weitere Unternehmen ansiedeln? Ja, besten Dank, Frau Finkeisen. Mein Name ist Christoph Winkelkötter. Ich möchte mich da dem Landrat auch anschließen. Wir haben mit dem Sonderflughafen Oberpfaffenhofen und den ganzen Unternehmen, die am und um den Flughafen herum sind, natürlich ein Asset, das uns viele Regionen, Standorte in Deutschland oder bayernweit auch beneiden. Ja, wir haben diese Mixtur aus dem Thema Forschung, nenne ich das DLR. Wir haben die Unternehmen, die gerade aus dem DLR sich ausgründen oder aus anderen Bereichen sich ausgründen, aus der Universität. Und wir haben die etablierten Firmen. Und gerade diese Mixtur, die macht es aus, die macht diesen Standort so spannend. Das merkt man jetzt auch in den Pandemiezeiten. Die Start-ups sind natürlich von der Digitalisierung schon mal ganz anders aufgestellt als
andere etablierte Unternehmen. Und hier merken wir, dass der Workflow, dass das Arbeiten auch weitergeht. Also da ist es fast egal, ob man von zu Hause oder daheim arbeitet. Natürlich muss dann in den Tests, wenn ich dann Lilium sehe, wenn am Flieger gearbeitet wird, dann muss man natürlich vor Ort sein. Aber vieles kann heute auch wirklich von überall her auch bearbeitet werden. Ich denke mir, und das hat der Landrat Frei auch schon deutlich gesagt, wir haben ja auch ein gutes Klima, wir haben ein gutes Gründerklima. Wir sind nicht nur ein Forschungsstandort, wo man wirklich auf einmal wieder 30, 40 neue Lehrstühle hinbringt, sondern wir bieten die gesamte Wertschöpfungskette eines Produktes auch, das, wie ich schon erwähnt habe. Bei uns wird auch wirklich nicht nur geforscht, sondern bei uns werden auch Produkte entwickelt, die dann auch marktfähig sind. Und das ist ganz wichtig, dass man auch sieht, was kommt dann wirklich auch heraus. Und deshalb können die Gründer bei uns mit diesen Flächen, mit diesen Möglichkeiten, die sie haben, Frau Kreitz hat es erwähnt, bei uns kann man Lärm machen, bei uns kann man auch fliegen, ja, bei uns kann man auch wirklich mal testen, ob so eine Drohne oder ein Flieger, der Lilium Jet auch in die Luft gehen kann. Das kann alles bei uns wirklich ausprobiert werden. Das ist ganz gut. Und dann, von Nathan hat schon gesagt auch, wir haben natürlich, ich habe es während des Studiums immer wieder gelernt, wir haben eine Art kreatives Milieu. Ja, wir haben auf der einen Seite diese Hardfacts, wir haben diesen Wirtschaftsstandort mit diesem Forschungsschwerpunkt, mit diesem Entrepreneurship. Auf der anderen Seite haben wir aber auch diese tolle Landschaft direkt am Flughafen. Angrenzend ist ja der Wesslinger See. Man kann kurz die Mittagspause dort verbringen, schwimmen gehen, man kann gemeinsam essen gehen. Und das alles gehört heute dazu. Ich nehme nur das Beispiel Sophia Antipolis, dass man auch ein erfolgreicher, innovativer Wirtschaftsstandort ist. Und das bieten wir. Das können andere Standorte vielleicht nicht so, aber wir müssen auch weiterhin daran arbeiten. Deshalb bin ich auch über Initiativen vom Landrat sehr dankbar, dass wir wirklich diesen Standort weiterentwickeln und positionieren und auch wirklich der Politik sehr deutlich machen, dass Fördergelder, Hightech-Agenda Plus nicht nur Richtung Augsburg oder Ottobrunn und andere Standorte gehen, sondern dass auch gerade Standorte, die jetzt schon sehr stark wertschöpfend aktiv sind, auch mit Fördermitteln bedacht werden und gestärkt werden. Das ist für uns ganz entscheidend für die Weiterentwicklung des Standorts. Dankeschön. Ich binde jetzt ein Professor Köhler, Professor Thomas Köhler. Sie sind Experte für digitale Themen, insbesondere Mobilität und Cybersecurity. Sie beraten Firmen in allen Themen rund um Digitalisierung. Was können Unternehmen momentan und jetzt besonders tun, um mit den vielfältigen neuen Aufgaben und Herausforderungen umzugehen? Also ich glaube, was... Entschuldigung, jetzt bin ich vielleicht zu schnell. Verzeih mir, Julia. Ich halte es zurück. Fangen Sie an. Wir haben hier, glaube ich, eine Sondersituation. Wir haben, also ich schaue so ein bisschen neidisch, weil die einen oder anderen kennen mich schon. Sie wissen, ich bin gar nicht aus dem Landkreis Starnberg. Ich bin aus einem anderen südlich von München gelegenen Landkreis. Einen See haben wir auch, allerdings keinen Forschungsflughafen und auch keine so blühende Startup-Szene. Das darf ich an der Stelle sagen. Und ich glaube, mit den beiden Unternehmen, die heute hier vertreten sind, und da vielen Dank, dass ihr euch oder Sie sich die Zeit nehmen, Frau Kreitz und Herr von der Tann, mit uns hier zu diskutieren. Ich glaube, ich habe eine Sondersituation, weil wir haben tatsächlich Technologie-Startups. Und das ist eher, wenn man das anschaut, eher so das Minimale. Und das sind eher ja die Dinge, die auf Jahre oder auf Jahrzehnte angelegt sind. Bei Vectorflow, so habe ich das verstanden und auch gelesen, ist man ja schon mitten sozusagen höchst produktiv und macht ordentliche, wenn nicht sensationelle Umsätze. Und bei Lilium ist man natürlich auf dem Weg zu einem Produkt, was sozusagen einen Sprung macht, einen Technologiesprung macht. Und damit hat man naheliegenderweise, ich vermute mal, wenig bis gar keine Umsätze. Ja, es gibt ja letztendlich das Zielprodukt nicht in der Form und auch das Geschäftsmodell ist ja vielfach diskutiert worden. Vielleicht können wir dann nachher nochmal drauf gehen. Aber das sind beides sehr, sehr zukunftsorientierte Sachen, beides echtes Hightech. Und ich glaube, das ist das, was wir in Deutschland mehr brauchen. Und was jetzt die Stärke jetzt dieser Anbieter ist. Und das ist, glaube ich, auch das, aus meiner Einschätzung, was krisenresistenter ist. Also ich bin im Beirat mehrerer Startups. Ich habe auch ein paar Sachen mitgegründet, mal mehr, mal überhaupt nicht erfolgreich. Aber was mir wichtig ist und was mir eingefallen ist, es sind die Dinge, die wirklich Technologie machen, die unser Land voranbringen und wo wir die richtigen Rahmenbedingungen machen. Und insofern höre ich mit Freude, wie stark dieser Standort auf Oder-Pfaffenhofen jetzt auch allein mit diesen beiden, es werden ja noch ein paar weitere Unternehmen, dann geworden ist. Und
die, die jetzt gerade am Rumstolpern sind, das sind eher die MeToo-Geschäftsmodelle. Also ich sage jetzt mal, der 100. Lieferdienst, der profitiert jetzt vielleicht von dem temporär von besseren Möglichkeiten, Dinge auszuliefern, aber das ist letztendlich auch kein Start-up, was uns voranbringt, weil das können die großen internationalen Konzerne, und das müssen wir einfach nahtlos einsehen, immer besser. Also konsumerorientierte MeToo-Geschäftsmodelle sind nicht unser Ding. Und das ist aber auch das, was natürlich in so einer jetzigen Situation finanzierungsmäßig sehr, sehr schwierig wird. Also insofern mache ich mir da jetzt keine Sorgen um die beiden hier und um den Standort, aber ich mache mir schon Gedanken, und gestatten Sie mir den Gedanken noch auszuführen, um den Nachwuchs. Gerade gestern ist mir eine Studie in die Hand gefallen aus dem aktuellen Corona-Jahr von Kantar, von dieser Marktforschungsfirma, die hat zusammen mit einer Personalberatung europaweit den Nachwuchs befragt, also die sogenannten High Potentials, das können Sie ja immer definieren, wie Sie wollen, also tendenziell Leute mit Studienabschluss und ein bisschen Engagement, was sie denn gerne wollen. So, und das Erschütternde ist, dass es dieses Jahr mit dem Corona gekippt ist, als sei es sozusagen so eine kollektive Psychose eingetreten, wollen die sogenannten High Potentials, halten Sie sich fest, in den öffentlichen Dienst oder in einen sicheren Beruf. Die Branche spielt gar keine Rolle mehr. Zumindest nach dieser Studie. Das muss man jetzt alles nicht so unbedingt für bare Münze nehmen. Aber das macht mir Sorgen, weil damit natürlich die nächste Generation der Start-Upper uns vielleicht möglicherweise verloren geht. Und das sehe ich als die große Gefahr. Und ich glaube, da müssen wir was tun. Und vielleicht helfen uns da diese tollen Vorbilder, dass es zeigt, es geht doch. Und es geht auch unter diesen, ja, ich will nicht sagen, irrsinnigen Rahmenbedingungen. Wir sind alle mitten im 2020 drin. Das heißt, Herr Köhler, die Krise als Innovationstreiber können Sie jetzt gar nicht so unterschreiben, oder würden Sie sagen? Also teils, weil ich bin, wenn ich auch noch mal kurz über den Landkreis hinausgehen darf und noch mal ein Beispiel. Und das hat mir sehr eingeleuchtet, was die Frau Kreitz gesagt hat. Wir gehen dann mal gemeinsam schwimmen und wir tauschen uns dann aus. Ich bin selber im Verwaltungsrat einer Schweizer Firma, die sehr innovativ Ladestationen macht für Elektrofahrzeuge. Die deutsche Filiale sitzt naheliegenderweise bei mir um die Ecke. Das habe ich natürlich dafür gesorgt, dass das hier ist und dass wir da auch so einen zweiten Standort aufbauen. Aber die Zentrale und das Hauptentwicklungszentrum ist in der Schweiz oder noch in der Schweiz. So. Und dort haben wir Anfang des Jahres auch vor der Situation gestanden. Was machen wir jetzt? Bei uns steht eine Finanzierungsrunde an, bei uns stehen große Deals an, die chinesische Wertschöpfungskette ist am Wackeln. Ja. Was machen wir denn jetzt? Stecken wir den Kopf in den Sand oder geben wir Vollgas? Wir haben uns entschieden, Vollgas zu geben und die Mitarbeiter mitzunehmen. Und mitnehmen heißt aus meiner Sicht auch auf die psychischen Probleme. Das ist ja das, was wir vielleicht in ein paar Jahren, wenn wir mal rückblickend die Corona-Krise analysieren, als mit eins der größten Probleme sehen werden. Heute ist interessanterweise noch gar nicht die Rede davon, dass es in den Köpfen der Leute natürlich ganz furchtbar ist, wenn ich den ganzen Tag Nachrichten sehe, wie furchtbar alles ist. Es ist ja auch richtig, dass darüber geredet wird, aber wenn man das nur anschaut, dann paralysiert das. Und wir haben da beschlossen, wir nehmen die Leute mit, wir sammeln die ein, wir geben denen ein Zuhause. Die meisten von denen sind ja junge Leute ohne großen Familienanhang und so weiter. Also wir haben im Prinzip so ein bisschen das Google-Modell kopiert, ohne Bällebad. Aber wir haben Grills gekauft, wir haben Kühlschränke gekauft, wir haben eine Getränkelieferung jeden Tag. Jeder kann alles haben, was er will. Es geht, die Reinigung muss ja nicht mehr gehen und so weiter. Und das Ende vom Lied war, dass die Leute gesagt haben, ja, es ist ja viel besser, als zu Hause Nachrichten zu schauen, ist lieber gemeinsam sozusagen an der Zukunft zu arbeiten. Und so haben wir aus einigen diese latenten Sachen rausbekommen. Das merke ich jetzt gerade immer in den Gesprächen. Ich spreche ja immer mit einzelnen Leuten aus der Entwicklung oder aus dem Marketing, die sagen, Mensch, das war so gut. Ich habe Kollegen, die sind irgendwie total frustriert. Bei uns weiß ich, es geht was voran und wir wissen, es gibt eine Zeit danach. So, und ich glaube, das ist das, was jeder Unternehmer und jeder Start-Upper mit einer Verantwortung sozusagen mit reintragen muss. Er muss vorangehen mit gutem Beispiel und jeder, der da zögert, macht sich letztendlich mitschuldig an dem Zögern von anderen. Ich weiß, wie schwer das ist, also es ist ja jeder von uns gleichermaßen betroffen, aber ich glaube, das kann das Rezept sein und dann kriegen wir vielleicht auch den ein oder anderen Nachwuchs von der tollen Karriere, Entschuldigung, im öffentlichen Dienst weg, wenn er vielleicht die nächsten paar Jahre ganz tolle Dinge mit uns entwickeln kann. Dankeschön. Ja, also wir haben noch viel zu tun. Herr Winkelkötter, wie sehen Sie das? Würden Sie auch sagen, ja, wir müssen noch ganz aktiv dabei bleiben, Unternehmen, junge Startups auch emotional unterstützen in ihrem Arbeitsalltag? Oder gibt es da schon den Trend im Landkreis Starnberg, dass jetzt einfach durch diese Krise, die wir jetzt momentan haben,
Innovationen beschleunigt stattfinden? Ich glaube schon, dass die Innovation in Landkreis Starnberg eingezogen hat und dass wir gerade die Start-ups auch als Innovationstreiber sehen können, die vielen etablierten Unternehmen auch etwas vormachen können und da auch darstellen können. Ja, und wir müssen die ganze Bevölkerung auch da mitnehmen. Der Landkreis muss quasi auch die Infrastruktur dafür schaffen. Wir sind seit 2008 als Regionalagentur damit beauftragt, auch für den Breitbandausbau hier im Landkreis gerade zu stehen. Da haben wir schon viel erreicht, da sind wir schon auf einem guten Weg. Thema Glasfaser wird uns jetzt die nächsten Jahre auch beschäftigen, damit man auch von daheim arbeiten kann. Wir haben es jetzt im ersten Lockdown auch erfahren, dass wir wenig Probleme hatten, auch mit der heimischen Bevölkerung, dass die von zu Hause auch arbeiten kann, dass diese Netze stabil waren, wenn Mama, Papa und zwei Kinder von zu Hause gearbeitet oder auch gelernt haben. Das funktioniert schon. Aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch sehen, dass diese jungen Unternehmen eben auch internationale Unternehmen sind. Ja, das ist ganz entscheidend. Wir haben sehr viel, wenn ich jetzt Lilium sehe, sehr viele Mitarbeiter, die aus dem Ausland kommen. Und dann müssen wir natürlich denen auch eine Infrastruktur bereitstellen. Wir müssen denen helfen, Wohnraum zu finden. Wir brauchen dort auch die Infrastruktureinrichtung Boardinghäuser, temporäres Wohnen. Wir müssen denen helfen, wirklich auch hier Fuß zu fassen, denen auch zu zeigen. Und da helfen wir auch immer gerne mit, denen zeigen, was es hier auch für Dinge gibt, für Freizeitmöglichkeiten, weil die hören immer nur München und denken oft an Oktoberfest, aber dass es hier noch viele andere Dinge gibt, das müssen wir denen beitragen, das müssen wir denen darstellen. Wir müssen denen helfen, den Unternehmen, wie bekommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Aufenthaltsgenehmigung zusammen mit dem Landratsamt, wo wir große Unterstützung vom Landrat auch haben. Das sind alles so Themen, die wir beisteuern müssen. Die Unternehmen müssen das machen, wofür sie gegründet worden sind. Und wenn diese Mixtur passt, ja, wenn jeder das macht, wofür er da ist, wofür er gegründet worden ist oder was seine Aufgabe ist, ich glaube, dann können wir den Unternehmen hier wirklich eine gute Basis bilden. Und dann hat man hier wirklich auch einen sehr stark innovativen Standort. Und wir können diese Innovation, die uns viele Unternehmen vormachen, dann auch wirklich an andere Unternehmen weitertragen. Also das ist auch ein Thema, was wir als Regionalagentur nächstes Jahr angehen werden, dass wir mit Best-Practice-Beispielen an andere Unternehmen herangehen werden und sagen können, wie könnt ihr Digitalisierung gestalten? Weil Fakt ist, diese Pandemie, diese Phase ist ein Innovationsbeschleuniger und viele Unternehmen müssen sich von heute auf morgen auf ganz andere Modelle, Arbeitsmodelle, aber auch Modelle mit dem Arbeiten mit den Mitarbeitern auch wirklich einstellen. Ja, das hört sich gut an. Herr Frey, vor den Toren von München, unser Landkreis Starnberg, das Silicon Valley von Bayern, ist das eine Vision, die wir haben sollten? Wie sehen Sie das? Ist das etwas, worauf man hinarbeiten sollte? Also, ob man Silicon Valley bezeichnet oder nicht, wir wollen ein hochattraktiver Standort bleiben. Genau für solche Gründungen, wie wir sie zum Beispiel bei Lilium oder im Bereich Drohnenentwicklung jetzt sehen. Wir wollen auch, dass diese Unternehmen über diesen Entwicklungsprozess hinaus bei uns bleiben. Können uns durchaus vorstellen, dass sie auch hier ihren Produktionsstandort haben und insoweit auch noch einen Schritt weitergehen. Und ich glaube, wir haben hier tolle Rahmenbedingungen, die besser sind als anderswo, weil wir einen Standort haben, der gewachsen ist. Einen Standort, der aus dem Bereich luftaffines Gewerbe schon ganz viele Unternehmen beherbergt, die sich gegenseitig ergänzen, kommen wieder neu hinzu, weil wir einen Entwicklungsprozess an diesem Standort sehen, der weit über eine Nutzung eines Flughafens hinausgeht. Wir werden erleben, dass diese Flughafennutzung nicht mehr im Mittelpunkt steht, wie sie früher einmal im Mittelpunkt gestanden ist, sondern wir letztlich in diesen Standort transformieren in einen Standort, der wirklich ja, modernen Unternehmensformen aus ganz verschiedenen anderen Bereichen auch dient und die sich ergänzen und zusammenwachsen. Und ja, ich kann schon behaupten, dass hier der Sonderflughafen Oberpfaffenhofen und der Unternehmensstandort einzigartig ist. Und den möchten wir auch behutsam weiterentwickeln. Ich sehe da auch eine große Schnittmenge zu den Gemeinden, die hier um diesen Flughafen gelegen sind und auch mit diesen Gemeinden und zwischen dem Landkreis. Wir sind in guten Gesprächen auch mit dem Flughafenbetreiber, diesen Standort dementsprechend behutsam weiterzuentwickeln. Und wir haben, denke ich, auch richtige Wege und Konzepte gefunden und wollen das auch auf diesem Weg weiter voranbringen.
Ich gebe die Frage nochmal weiter. Herr von der Tann, wie sehen Sie das? Brauchen wir ein Silicon Valley in Bayern? Brauchen wir das überhaupt? Ganz kurz, Herr von der Tann, der Ton ist ja, noch aus. Ja, jetzt bin ich da. Entschuldigen Sie bitte. Ich würde auch gerne den Begriff von Landrat Frei aufnehmen, sozusagen die Einzigartigkeit. Ich finde, man muss gar nicht sozusagen dem Silicon Valley oder dieser Idee nachsteuern oder sich dem sozusagen in Vergleich setzen, sondern ich glaube, was im Landkreis Starnberg, in der Metropolregion München, aber gesamthaft in Süddeutschland existiert, ist einfach eine sehr starke Industrie im Bereich Hightech, im Bereich Hardware, wo wir einen globalen Wettbewerbsvorteil, glaube ich, haben. Und dementsprechend würde ich gar nicht so sehr darüber hinaus oder danach streben, was sozusagen im Silicon Valley oder was passiert in China, sondern ich glaube, man kann dort sehr selbstbewusst schauen, was gibt es hier, und darauf basieren kann man, entwickeln sich so Themen oder neuartige Themen, die eben im Hightech-Bereich angesiedelt sind, sehr gut. Und da würde ich eigentlich sagen, dass wir da sehr gut aufgestellt sind. Frau Kreitz, darf ich auch Sie noch mal dazu fragen, wie sehen Sie das? Ist das eine Vision, die wir tragen sollten? Oder fehlt uns vielleicht auch noch was auf dem Weg in so eine Vision? Gibt es noch Rahmenbedingungen, die fehlen? Ja, da hätte ich zwei Punkte. Erstmal, was Konrad gesagt hat, sehe ich ähnlich, gerade in Süddeutschland ist Hardware wirklich eine super Sache, wo wir auch wachsen können, was ja auch irgendwie Deutschland ausmacht. Also wir sind einfach nicht wirklich das Softwareland, wir sind halt mehr das Hardwareland, und dementsprechend sind wir auch weltweit dafür bekannt, wenn ich in Amerika irgendwo unterwegs bin, wo wir jetzt eine Niederlassung gründen, wenn da irgendjemand fragt, ja, warum sind eure Sachen besser, und ich fange dann nur an, wir produzieren ja alles in Deutschland, okay, das war noch nicht meine Erklärung, aber deshalb, das kommt sehr, sehr gut. Was tatsächlich, finde ich, noch fehlt jetzt am Standort Oberpfaffenhofen, das sehe ich halt, weil ich ja auch die Beschwerden von meinen Mitarbeitern bekomme und so, ist eine bessere Anbindung, also an das Netz einfach, an der S-Bahn oder insgesamt an das Verkehrssystem. Das ist so ein bisschen, weil nicht alle ein Auto haben. Und weil es halt doch ist, dadurch, dass wir alle jünger sind, wollen die Leute halt, wenn sie vielleicht älter werden, dann möchten sie gerne rausziehen und schön am See und so. Aber die meisten wohnen dann doch in München, weil sie halt auch noch ein bisschen, wenn nicht Corona ist, ein bisschen feiern, ein bisschen das Freizeitangebot von München sehr gerne nutzen. Dementsprechend ist das auf jeden Fall, wäre hilfreich. Plus, so, es gibt ja diese zwei Luft- und Raumfahrt-Hubs, quasi einmal hier Otto Brunn, wo dann Airbus und auch ganz, ganz viel Startups sich ansiedeln, und dann halt Oberpfaffenhofen. Und wo quasi die noch den Vorteil haben, dass jetzt zum Beispiel die Bundeswehr-Uni ist da in der Nähe, in Neubiberg, und auch das Institut für Raumfahrt ist da ja auch teils ausgelagert, was ein Vorteil ist, gerade wenn man mit Studenten oder so arbeitet. Wenn wir jetzt zum Beispiel auch irgendein Institut quasi in unseren, irgendwie nach Oberpfaffenhofen bekommen können, wäre das sehr, sehr gut. Also das ist eine Vision. Herr Winkelkötter, Herr Frei. Herr Winkelkötter. Ja, da muss ich sofort einspreizen, und vielleicht auch zu den Instituten. Das ist für uns ja auch ein ganz wichtiges Thema, ja, dass wir die gesamte Wertschöpfungskette eines Produktes an diesem Standort abbilden wollen. Und wir werden auch hoffentlich im nächsten Jahr, es gibt jetzt schon wirklich die Unterschriften, auch wirklich Außenstellen der Institute, wo uns auf dem Flughafen bekommen, weil man dann auch hier, und das war Herr Landrat und mir ein ganz wichtiges Ansinnen, dass wir hier auch wirklich Unternehmen und die Forschung und die Studierenden miteinander verbinden können, ja, und dass man das auch ausprobieren kann. Und dazu werden jetzt die Grundlagen gerade gelegt, sodass die Bauten auch für die Universitäten hoffentlich im nächsten Jahr auch am Flughafen errichtet werden können. Ich würde mich freuen. Wir auch. Also das finde ich auf jeden Fall schon mal eine schöne Vision. Ja. Darf ich da mal reinfragen? Weil wir haben jetzt doch rund 60 Teilnehmer, und vermutlich kennen nicht alle die Situation in Oberpfaffenhofen. Ich habe vorhin gehört, Lilium ist im Dornier-Gebäude und hat da noch Platz.
Ich habe von der Frau Kreitz gehört, Sie sind am anderen Ende sozusagen von dem Gelände. Ich kenne das nur vom Vorbeifahren. Deswegen bin ich vermutlich wie die meisten anderen da relativ wenig belegt. Sind denn da noch Flächen da, die genutzt werden können, oder muss da jetzt im nächsten Schritt gebaut werden? Und wenn ja, wer baut denn da? Weil das ist, glaube ich, das Letzte, was ein Startup selber machen sollte, irgendwas bauen. Ja, das hält nur auf. Ja, wenn man das zum ersten Mal macht, ist es eine blöde Idee. Es sei denn, man baut seine Produktionsanlage oder vielleicht seinen Windkanal. Aber Büros oder sowas oder Flächen für Startups ist, glaube ich, ein Enabler auch und gerade für die nächste Generation, wenn die mal was ausprobieren will. Also ich habe selber mit meiner allerersten Firma in einem Technologie- und Gründerzentrum an einem IHK, ich glaube, der Herr Sasse ist leider weg, deswegen kann ich ihn jetzt nicht loben, gestartet. Und es war wunderbar, dass man sich erstmal um viele Sachen nicht kümmern musste. So, ist denn was Ähnliches geplant da in Oberpfaffenhofen oder gibt es schon längst was, von dem wir nichts wissen? Da greift es gerade in eine Wunde, schneiden sie eine Wunde von mir gerade, weil wir müssen unbedingt umziehen und wir wollen, also wir sind gerade quasi genau gegen, also auf der anderen Seite vom Flughafen, also von Lilium, und wir wollen aber auf den Flughafen, und das ist tatsächlich, ist aktuell kein wirklicher Platz, der passt für uns, und da ist jetzt ein neues Gebäude angedacht, was erst hieß, dass es quasi Mitte nächsten Jahres quasi gebaut werden soll. Jetzt ist es dann schon 21. Aber da spielt uns tatsächlich Corona gerade ziemlich in die Karten, weil ich einen Großteil meiner Leute heimschicken durfte, dass die jetzt von zu Hause aus arbeiten, weil das geht. Wir machen zwar auch Hardware, also die anderen Leute müssen leider im Büro bleiben, aber wir platzen aus allen Nähten. Deshalb brauchen wir das ungemein. Dementsprechend ja, also es gibt ja den Astropark, ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Da gibt es theoretisch die Möglichkeit, über das Anwendungszentrum, über diesen Inkubator, wo wir vor ein paar Jahren auch mal drin waren, ein Büro oder ein halbes Büro zu bekommen. Das gibt es. Aber zum Beispiel, wir brauchen ein bisschen ein paar Flächen, wo eine Bodenlast benötigt wird, weil es halt Fräsen und so Zeug sind. Da warte ich gerade drauf. Also da habe ich gefühlt jede Woche mit dem Flughafenbetreiber so die eine oder andere Diskussion, nennen wir es mal, positiv ausgedrückt. Herr Winkelkötter, Sie haben das gehört, oder? Wir wissen ja von den Gesprächen, ja. Also es ist ja so, dass es seit der Insolvenz von Fairchild-Tournier 2001, 2002 ja eine wechselvolle Geschichte dieses Standortes gab, mit vielen Protesten, Bürgerprotesten, auch mit einem Planfeststellungsbeschluss, der ja auch aussagt, dass ungefähr noch 200, 250.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche auf diesem Standort für luftfahrtaffines Gewerbe errichten dürfen. Mhm. Drumherum haben sich auch schon Gewerbeparks etabliert. Die Frau Kreitz hat den Astropark auch erwähnt. Wir haben das DLR, wir haben weitere Gewerbeflächen rund um Gilching und die werden jetzt sukzessive auch entwickelt. Und Herr Landrat hatte gesagt, Herr Frey hat gesagt, dass wir an weiteren Themen auch spielen. Es kann auch schnell gehen. Wir haben dieses Jahr die Firma Mineric, auch eine erfolgreiche Ausgründung aus dem DLR, begleitet, die letztes Jahr bei uns auch den Wirtschaftspreis gewonnen haben, vorletztes Jahr einen erfolgreichen IPO hingelegt haben. Die haben wir aus dem DLR nach Gilching in ein Bürogebäude oder in ein Gebäude gesetzt, das Ding jetzt schon wieder zu klein ist. Und die bekommen jetzt auf dem Flughafen, da ziehen sie jetzt in den nächsten Wochen eine Produktionsstätte. Auch so, dass wir auch wirklich hier wieder sagen können, die gesamte Wertschöpfung für ein Produkt bleibt auf dem Standort. Aber der Flughafenbetreiber, der jetzt vor 3 Jahren dieses Grundstück erworben hat von der Airbus, der muss sukzessive ein Gebäude nach dem anderen auch errichten. Es gibt dann einen großen Stau an Renovierungsstau, an Baustau, der jetzt aufgearbeitet werden muss. Und da ist noch viel Möglichkeit und viel Raum. Und Herr Köhler hat es richtig gesagt, es geht darum, dass wir auch Mietflächen herstellen, weil ein Start-up möchte nicht irgendwie selbst bauen und dann in die dann auch in die Haftung gehen und viele andere Themen angehen, sondern die möchten in ein Gebäude rein, Computer anstöpseln und los geht's. Und das müssen wir ihnen bieten. Und für die ersten haben wir diesen haben wir das Anwendungszentrum Oberpfaffenhofen mit dem ESABIC, mit dem Inkubator, wo wir schon viele Firmen auch begleiten dürften. Wir als Regionalagentur sind zum Glück dort auch Gesellschafter. Und unsere Aufgabe ist es dann, so wie die Frau Kreitz sagt, diese Unternehmen dann am Standort zu halten und denen weitere Flächen anzubieten. Und da sind wir im engen Austausch mit allen Grundstücks- bzw. Immobilieneigentümern am Standort. Das muss forciert werden. Genau das ist das Entscheidende, was hier am Standort jetzt in den nächsten Monaten bzw. Wochen passieren muss. Also es ist in Bewegung, das hört sich gut an. Ich würde gerne, weil wir jetzt noch eine Viertelstunde haben,
den Raum öffnen für alle unsere Teilnehmer für Fragen und bedanke mich schon mal bis hierhin für die schöne Einführung und Diskussion. Ich glaube, wir haben in einem Jahr ungefähr wieder Zeit, zusammenzukommen und zu schauen, wo wir dann stehen mit unseren Startups und Innovationen im Landkreis Starnberg. Und bis dahin hat sich hoffentlich sehr, sehr viel getan. Aber ich freue mich jetzt über alle Fragen an unsere beiden Startups und an den Landrat und an Herrn Winkelkötter und Herrn Professor Köhler. Bitte fühlen Sie sich frei, Ihre Fragen zu stellen. Ebert Sasse, ich wollte mich ganz kurz einschalten. Professor Köhler, ich bin noch da. Das ist so spannend, ich habe meinen nächsten IHK-Termin verschoben. Ich muss bloß schnell aus dem Pullover noch raus dann. Okay, danke. Super Moderation auch, Frau Fingereisen. Dankeschön. Ich schalte mich wieder auf. Dankeschön. Schön, dass Sie da sind. Ja. Also ich würde mich ganz gerne melden. Mein Name ist Bruno Müller. Süddeutschland ist zweifelsohne eine wunderbare Landschaft, eine wunderbare Gegend, Oberpfaffenhofen ganz bestimmt. Wir versuchen Deutschland immer mit Silicon Valley zu vergleichen. Und ich frage mich, Sie suchen jetzt nach neuen Gebäuden, nach wunderbaren Sachen. Wo sitzen eigentlich die großen Investoren? Zum Beispiel Herr van der Tann. Wer finanziert Ihr Projekt? Sind das bayerische Firmen? Sind das deutsche Investoren? Oder holen Sie die aus dem Ausland? Vielen Dank für die Frage. Also unsere Firma ist noch zu großen Teilen in den Händen der vier Gründer und der Mitarbeiter. Jeder unserer Mitarbeiter ist an der Firma beteiligt. Darüber hinaus haben wir ein sehr breites Spektrum an Investoren. Sei das mit dem Seed-Investor, also dem ersten Investor Frank Thelen aus Nordrhein-Westfalen. Aber dann danach, seit der Series A und der Erweiterung, haben wir unser Investorenfeld sehr verbreitet über Kalifornien mit einem Investor dort, dann England mit Atomico heißt der Fonds, das ist der Fonds des Skype-Gründers, LGT, das ist die Familie oder die Bank in Liechtenstein und Tencent, das ist ein chinesischer Internetkonzern. Wir sind immer offen für Investoren aus Deutschland und wir diskriminieren nicht oder selektieren da nicht. Aber wir sehen auch, dass sozusagen Investoren aus dem Ausland oft für solche Themen visionäre Perspektive anwenden und für solche Themen gut zu gewinnen sind. Genau, ich denke ja in Silicon Valley, die ganze Investorlandschaft, die ist ja komplett anders. Also wenn wir ein Silicon Valley in Deutschland aufbauen wollen, dann müssen wir auch daran denken. Ja, aber ich glaube, das sollte ich nur erwähnen in dem Zusammenhang. Ich glaube, da tut sich sehr viel, wenn man so ein bisschen sich die Startup-Branche anschaut, tut sich in Europa, glaube ich, sehr viel. Es gibt viele Fonds, die vom Europäischen Investmentfonds oder auf nationaler oder Bundesländerebene ausgestattet werden mit Kapital, was dann an Startups verteilt wird. Ich glaube, da kommt sehr viel, was sich tut. Okay. Fingereisen, darf ich mich als IHK da noch mal einmischen? Sehr, sehr gerne. Das ist genau die Frage, die Herr Müller angesprochen hat, die uns bewegt. Wir haben eine fantastische Start-up-Kultur, gerade in München, in Bayern, die Synthese zwischen Universitäten und Start-ups. Aber wir sehen Gründung, klappt wunderbar, aber es gibt viele, wo das Investment, wo Investoren dann doch nicht mehr dabei sind, weil wir für deutsche Investoren halt kein vernünftiges Exit-Szenario haben. Wir haben nicht die steuerlichen Möglichkeiten, ins Risiko auch reinzugehen. Und wir finden immer wieder die Situation, dass dann die Gesellschafter bei wirklich Start-ups, die zum Fliegen kommen, die großen Erfolg haben, keine Deutschen mehr zu finden sind. Und das ist natürlich nach Hauttransfer etc., europäischer Standort, doch ein Problem. Und da müssen wir ganze Menge machen. Da muss in Berlin richtig viel angeschoben werden. Da muss Politik und Wirtschaft wirklich immer wieder Druck machen. Sie bringen es auf den Punkt. Wir kennen alle die Beispiele, die früher immer zitiert wurden. Herr Zuse, der was entdeckt hat, wer dann die Entwicklung gemacht hat, das weiß man in meinem Jahrgang noch, aber sowas darf heute nicht wieder passieren. Wir verlieren sonst den Anschluss. Da haben Sie auf jeden Fall recht, Herr Sasse. Ich denke, es sind einfach zwei Themen. Zum einen müssen wir die Startup-Kultur weiter vorwärts treiben und zum anderen natürlich uns um die Investoren
Gruppen kümmern, ja. Aber letztendlich, ich denke, je spannender die Startups sind, die wir in Deutschland haben, desto mehr Investoren aus unserem Land können wir auch anziehen, ja. Ja, Frau Finkhalsen, aber es gibt schon ein wichtiges steuerliches Problem. Wenn ich investiere und ich habe meine Verluste, die ja da ja auch da durchaus gegeben sein können, nicht entsprechend darstellen und ich habe auch ein Exit-Szenario, was fürs weitere Investment nicht sehr förderlich ist, wird der deutsche Investor nicht genügend Spielraum haben. Da hat der angelsächsische Raum wesentlich mehr Möglichkeiten für Investoren. Ich denke, wir geben das weiter. Frau Kreitz, Kreitz gerne nochmal fragen, wie ist Ihre Erfahrung zu Ihren Investoren? Tatsächlich sind wir sogar hier geblieben. Also bei uns, wir haben bisher eine Investmentrunde gefahren, weil wir seit dem zweiten Jahr positiv sind und das so ein bisschen anders aufbauen, wie das jetzt zum Beispiel Millennium oder so macht, überhaupt nicht richtend. Das war bei uns einfach in Ordnung so. Bei uns ist die Firma AM Ventures, das ist der Venture-Arm der Firma EOS, die in Kreiling sitzen, also sogar quasi im Landkreis geblieben. Und die sind seit 4 Jahren unser Investor und natürlich auch sehr, sehr strategisch gewählt von uns, weil das für uns halt super ist, weil wir halt so auf Maschinen bauen, die noch gar nicht draußen sind oder auch vielleicht nie rauskommen werden oder so, weil wir wirklich am Limit sind, was diese Technologie kann. Also das ist für uns wichtig. Aber grundsätzlich ist es halt einfach so, in Deutschland, also wenn ich viel Geld haben möchte, da würde ich auch nach Amerika gehen, muss ich ehrlich sagen, weil ich da eine viel, viel bessere Bewertung kriege und viel schneller Geld. Also während Investoren in Deutschland viel mehr sehen wollen zu schlechteren Bewertungen, ist es also so dieses, ich kann da kurz was hinkritzeln auf irgendwie einen Bierdeckel und kriege dafür, weiß ich nicht, 100 Millionen. Es ist sehr einfach und wenn man überlegt, zum Beispiel gerade bei den Taxidrohnen, bis Lilium dann ihre 100-Millionen-Runde quasi hatte, das war nicht die erste, während es bei einem der Konkurrenten in Amerika war es die erste und da ärgert man sich doch dann einfach, weil gerade in solchen Bereichen, da muss man einfach halt schnell sein. Und das ist doch blöd, wenn es dann am Geld liegt und gerade wo Geld gerade so günstig ist auf dem Markt. Darf ich dazu was sagen, ja. Frau Finkhalsen? Sehr gerne. Ja, Wolfgang Räubisch, ich bin ja sehr bekannt, ich glaube, die meisten kennen mich oder einige. Herr Sassi, kann Ihnen nur hundertprozentig zustimmen. Wir sind viel zu zögerlich, was das Capital Venture betrifft. Wir brauchen dringend eine steuerliche Berücksichtigung. Das fordern wir natürlich schon seit langem. Leider tut sich da in Berlin unglaublich wenig und die Quittung werden wir aus meiner Sicht jedenfalls insofern bekommen, als wir viel zu wenig unsere Chancen benutzen. Aber ich will noch was anderes anfügen. Aus den Meldungen von Herrn Landrat Frey und Herrn Wickelkötter hat so ein bisschen Frust, vielleicht ist es zu stark ausgedrückt, durchgeklungen. Sie haben angeführt, dass dieses große Thema Luft- und Raumfahrt und die, ja, über 1 Milliarde Investitionen, eigentlich mehr in den Bereich Ottobrunn, Taufkirchen, dass das nicht nach Oberpfaffenhofen ging. Das ist richtig. Ich sehe das auch so, dass man vielleicht zu sehr sich auf einen Standort kapriziert hat. Aber ich frage jetzt mal so in die Runde bei den Fachleuten, ist es nicht vorstellbar, dass eben über Oberpfaffenhofen, über Gauting, über Taufkirchen, über Ottobrunn dann doch so eine Art Silicon Valley entsteht für Luft- und Raumfahrt, sodass alle ihren Anteil haben. Eines darf bitte nicht passieren, dass wir hier in Landkreisgrenzen denken und dann sagen, ja, ich möchte aber, dass das Geld alles bei mir ist, sondern ich glaube, wir sollten hier denken als Standort maximal Bayern, Deutschland, vielleicht darüber hinaus, in Luft- und Raumfahrt sogar europäisch denken. Das wäre mein Ansatz. Vielleicht kann Herr Frey oder Herr Winkel könnte dazu noch ein bisschen was ausführen, denn dann würden wir natürlich im Land dann auch schauen, das mit anzustimmen. Das kann nur unser aller Interesse sein, gemeinsam zu agieren in dem Punkt. Danke. Also das,
dazu. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Heubisch. Sie haben natürlich völlig recht. Also das Denken an Landkreisgrenzen ist sicherlich nicht richtig. Und das ist eigentlich auch unser Ansatz und unser Ansatz auch, was die Hightech-Agenda angeht, dass man sich die Potenziale der jeweiligen Standorte anschaut und dann letztlich verbindet und gezielt Projekte an die einzelnen Standorte positioniert, einzelne Forschungseinrichtungen zum Beispiel, einzelne Cluster gezielt an diese Standorte bringt, die sich natürlich auch gegenseitig ergänzen und vernetzen sollen. Also das ist auch unser Gedanke und ein landkreisbezogenes Denken wäre nicht der richtige Ansatz. Da stimme ich Ihnen voll und ganz zu. Ich würde gerne nachher noch was zu Frau Kreiz und den Anbindungen sagen. Aber wenn dieses Thema erledigt ist, würde ich mich am Schluss noch mal zu diesem Thema kurz äußern. Ich bin gespannt. Herr Frey, wenn Sie es jetzt ankündigen, wir können das gerne jetzt, glaube ich, dazwischen schieben. Okay, ja, Frau Kreiz, Sie haben völlig recht. Bislang ist Oberpfaffenhofen natürlich sehr stark autolastig angebunden über die A96 und wir haben da auch beengte Verkehrsverhältnisse, das ist völlig richtig. Wir haben eine gute Busanbindung mittlerweile über den ÖPNV, wir haben auch Expressbusverbindungen direkt nach München. Wir haben eine gute S-Bahn-Anbindung, die allerdings bis Wesseling geht und bis Gilching, Neugilching. Und unsere neueste Idee ist, eine zusätzliche Mobilitätsdrehscheibe zu schaffen am S-Bahn-Halt in Weichsel, am ehemaligen S-Bahn-Halt in Weichselbaum oder diesen S-Bahn-Halt quasi reaktivieren oder neu schaffen und letztlich dort auch ein Angebot für Oberpfaffenhofen und als Entlastung auch für die Kommunen zu schaffen, dass ihrem Bedürfnis nach anderer Mobilität oder nach zukunftsgerichteter Mobilität gerecht wird. Und da sind wir gerade auch in intensiven Gesprächen mit der Staatsregierung. Wir rutschen auch in eine Untersuchung gerade rein, diesen Standort auszubauen als Mobilitätsdrehscheibe. Und wird noch ein bisschen dauern natürlich, aber wir sind auf jeden Fall dran, auch hier solche Formen noch zu forcieren, gerade was ÖPNV-Anbindung angeht, was S-Bahn-Anbindung angeht. Und da werden wir in den kommenden Jahren, denke ich, auch einiges schaffen. Ich würde mich freuen. Ja. Frau Finkeisen, vielleicht darf ich mich mit einer kleinen Zwischenbemerkung nur noch mal dazwischen schalten. Also erstmal herzlichen Dank für die Beiträge, für die sehr interessante, spannende Diskussion. Es sind viele Facetten angesprochen. Ich will nur noch mal auf eins hinweisen. Waren viele Themen angesprochen, die auch über Landkreis hinausgehen. Und ich will nur zwei Themen herausgreifen. Venture-Kapital-Finanzierung, die steuerliche Themen, die steuerliche Rahmenbedingungen ist ein essentielles Problem. Das ist ein Thema, was wir auch im Wirtschaftsbeirat schon lange auf die Fahnen geschrieben haben, auch im Schulterschluss mit der IHK, Herr Sasse. Das ist ein langwieriges Geschäft, das ist ein altes Thema. Wir sind noch nicht wirklich weit vorangekommen, werden wir aber dauerhaft spielen müssen, weil ich das, Frau Kreiz, weil Sie gerade im Bild sehen hier oder sowas, was Sie angesprochen haben, ist ein essentielles Thema. Da hinten wir hinterher, wir haben eine andere Kultur, aber wir können steuerlich was tun. Das ist das eine, will nur sagen, also bei uns rennen Sie damit offene Türen ein. Und das zweite, was der Herr Heubisch auch angesprochen hat, dass man wirklich auch standortpolitisch großräumig denken muss. Es gibt Sachen, die muss der Landkreis vor Ort machen, kann er auch nur vor Ort machen, aber es gibt auch Themen, die man übergreifend machen muss, wie Standort für Venture-Kapital. Ich glaube, wir haben hier im ganzen Großraum sehr, sehr gute Bedingungen. Wir haben die UNES, die angewandte Forschung, wir haben viele interessante Ideen, kreative junge Unternehmer, sodass es wirklich darum gehen muss, auch die gesamte Region als Gründerstandort darzustellen und voranzubringen. Damit will ich es auch verwenden lassen. Also bei uns rennen Sie offene Türen aus. Wir treiben das gerne weiter und Dankeschön für die großartige Diskussion heute. Vielen Dank, Herr Dr. Schachtner. Ich glaube, der Herr Zuse hat sich noch gemeldet. Herr Zuse, ich freue mich. Grüß Gott, da der Herr Sasse das angesprochen hat, dass ja der Computer mal in Deutschland entwickelt wurde, aber eben heute Amerika damit verbunden wird, ist das ja auch bei anderen Techniken ähnlich. Wir haben mal die Magnetschwebebahn entwickelt, die fährt in China. Wir haben den Hochtemperaturreaktor entwickelt, läuft auch in China. Und es ist wirklich die Frage an die Medien und die Politik, was für ein Klima wird in diesem Land geschaffen, dass der Mensch nicht als Lösung hingestellt wird, sondern als Problem. Und dieser Pessimismus ist etwas, was durchbrochen werden muss, wenn in diesem Land es wirtschaftlich auch
vorangehen sollte. Ja, vielen Dank. Sie haben recht, natürlich. Herr Köhler? Ich habe noch eine Frage. Frau Finkeisen. Herr Dr. Heubitsch, ja bitte. Ja, eine Vision in die Zukunft. Wir diskutieren ja intensiv, Ministerpräsident hat ja gerade wieder ein Veto eingelegt, über die dritte Startbahn in Erding. Mich würde interessieren, Herr von der Tamm, ist nicht Ihre Technologie so fortschrittsintensiv, dass wir die dritte Startbahn gar nicht brauchen, wenn wir nur noch senkrecht starten mit Energieformen, also mit Ihren Drohnen, großen Drohnen hoffentlich, und dann mit Energieformen, mit sauberer Energie. Wir brauchen vielleicht die dritte Startbahn gar nicht. Wie sehen Sie denn das? Vielen Dank für die Frage. Also zunächst als deutsches Unternehmen oder als bayerisches Unternehmen sind wir sehr daran interessiert, nicht nur die Technologie in Deutschland zu entwickeln, sondern auch eben anzuwenden und zur Kommerzialisierung zu bringen. Vielleicht haben Sie in den Medien gesehen, dass wir vor ein paar Wochen oder schon einen Monat eine unserer Launch Location, nennen wir das, also dort, wo wir den Betrieb aufnehmen, in Deutschland sein wird. Dort hatten wir etwas bekannt gegeben in Nordrhein-Westfalen. Wir sind natürlich auch sehr interessiert, dieses Netzwerk nach Bayern auszubreiten und klar sozusagen die Route zwischen der Münchner Innenstadt und zwischen die zwei Bahnen nach Freising ist für uns ein von großem Interesse, und es könnte sozusagen dann eine dritte Bahn sein, aber eher in virtueller Art, nämlich mit dem Anflug, und das schauen wir uns sehr intensiv an, aber ist natürlich auch eine Herausforderung, weil das einer der schlankesten Bahnsysteme ist, mit wo die Nähe sozusagen der Flugzeuge relativ anspruchsvoll ist, aber wir sind positiv gestimmt, dass wir auch unseren Service nach unserem Betrieb nach Bayern bringen. Welche Kapazität hat denn so eine Drohne, ein Flieger? Wie ist da Ihre Zukunftsvision? Ja, also unser Fluggerät hat Platz für 5 Personen, davon sind 4 Passagiere und ein Pilot. Aber Sie sehen keine Chance, dass Sie das so weit in der Entwicklung irgendwann kommen oder weltweite Entwicklung, dass man sagt, nein, wir starten ja nur noch senkrecht, wir brauchen ja Anflug und Abflug gar nicht. Auf jeden Fall. Doch. Immer sozusagen der vertikale Start und dann in den Vorwärtsflug. Genau, dann bräuchten wir ja keine dritte Startbahn. Keine dritte, nein, nur der Anflug sozusagen. Das wäre sozusagen die dritte. Das ist ja morgen eine super Meldung für die Medien. Dritte Startbahn. Herr Heubisch. Ich weiß ja, Sasse. Wählen Sie nicht den falschen Baum an. Ich weiß schon. Sie machen da eine Message auf, die kriegen wir nicht mehr los. Wir sind ruhig jetzt bei der dritten Startbahn. Ja, klar. Aber wir sind eine Exportnation und der Chinese kommt nicht mit einem 5-Packs Drohne nach München. Ja, Herr Sasse, Sie wissen, dass wir Liberalen uns immer als intensivst für die dritte Startbahn eingesetzt haben. Aber ich muss ja auch politisch in die Zukunft schauen. Und ein Statement der bayerischen Staatsregierung zur dritten Startbahn müsste eigentlich anders aussehen. Sind wir uns, glaube ich, auch einig. Gut. Wunderbar. Okay, ich bin auch immer einig. Ja, klar. Würde ich gerne den Herrn Zuse noch mal zu Wort bitten, der sich gemeldet hat. Herr Zuse? Ja. Hi. Okay, wunderbar. Ja, was ein modernes Nahverkehrssystem betrifft, hat ja die Firma Max Bögel jetzt praktisch die Zulassung bekommen für ihr Transportsystem Bögel. Und das wäre jetzt doch mal eine Möglichkeit, nachdem das damals 2008 mit dem Transrapid nicht geklappt hat, jetzt für Oberpfaffenhofen da mit diesem Projekt zu beginnen und hier in Bayern wirklich eine Technologie, die hier ja entwickelt wurde, auch umzusetzen. Vielleicht, wenn ich mich da einmischen darf, das liegt mir die ganze Zeit natürlich schon auf der Zunge, das ist genau der Punkt. Wir haben bei dem Transrapid haben wir es versäumt, sozusagen da rein zu investieren, wir haben es zerredet. Ja? Jetzt gibt es nochmal eine Chance mit innovativen Nahverkehrssystemen. Der von der TAN hat ja eins und diese Baufirma aus Neumarkt hat auch eins. Ich habe mir das vor Ort angeschaut. Es ist vollkommen faszinierend, was die da gemacht haben und von welchem Hintergrund. Ja? Also das ist echter Erfindergeist. Aber woran es hier fehlt, ist einmal der steuerlich und so weiter. Da sind wir ganz recht in Sachen Investition. Aber viel wichtiger noch, bei vielen Dingen würde es helfen,
wenn der Staat oder staatliche Einrichtungen der erste Kunde wären. So, und das ganz bewusst, und zwar jetzt nicht irgendwie sagen, wir packen jetzt mal ein paar Fördermittel rein, die dann vielleicht irgendwann wieder zurückkommen, sondern ganz gezielt sagen, wir fördern das, indem wir diese Technologie kaufen und zuerst als Pilotkunde einsetzen. Wo wir uns das wunderbar anschauen können, ist in diesem kleinen, aber extrem als Startup-Country erfolgreichen Land Israel. Die haben sich auf ein paar Hightech-Segmente, Netzwerktechnologie, Cybersicherheit und so weiter fokussiert und sind damit weltweit erfolgreich. Ganz simpel deswegen, weil sie die Ausbildung im Griff haben. Ich glaube, da sind wir ähnlich gut. Ja. Aber weil sie auch immer den Staat als ersten Kunden haben und als obersten Promoter. Ja, das heißt, sie bauen da irgendwas, sie haben da was entwickelt und dann machen sie jetzt nicht unbedingt beliebig lang sozusagen den Klinkenputzer und hören sich von Firmen an, ja, wir kaufen nur bei Firmen, die schon 10 Jahre unser Lieferant sind. Ja, das kriegen sie als Startup regelmäßig zu hören. Ich bin mir sicher, die Kollegen hier im Raum kennen das auch. Sondern sie kriegen aktiv Unterstützung. Der Staat kauft das, er installiert das, er implementiert das, er liefert Feedback und sorgt so dafür, dass das Ganze mit marktfähig ist. Das ist eine Sache, die vermisse ich hierzulande komplett. Und durch, ich sage jetzt mal, geschicktere Allokation von Mitteln, die ja zweifellos da sind, wir hören sie ja von der bayerischen Staatsregierung, wir hören es aber Ähnliches aus Berlin, würde ich mich wundern, wenn wir da nicht noch einiges, gerade in den Themen, über die wir heute diskutieren, auf die Straße bringen. Also insofern, nachdem wir so viel versammelte Fachlichkeit und Prominenz und Bedeutung hier haben, würde ich das gern eben in die Richtung vielleicht nochmal drängen, vielleicht steht der Tropfen höhlt den Stein und wir kommen mal ein bisschen in die Richtung weiter. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Professor Köhler. Wir sind über die Zeit, es ist wahnsinnig spannend. Ich würde jetzt gerne noch einmal bitten, wenn es noch Fragen gibt von jemand, der sich bisher noch gar nicht... Ulrike Jäger, hallo. Frau Jäger, wir kennen uns jetzt. Genau. Ich bin Ulrike Jäger von WIMAM. Wir sind ein Startup, das seit 1,5 Jahren jetzt unterwegs ist im Bereich E-Health oder Femtech. Das heißt eine ganz andere Ecke. Und ich wollte nur zum Abschluss vielleicht nochmal dafür werben, weil wir ganz, ganz stark gegen Berlin kämpfen, wo einfach E-Health-Szene schlechthin sozusagen wachsen darf. Und das ist so ein bisschen ein Bereich, den vergessen wir so ein bisschen. Und der ist echt auf Wachstumspfad. Und wir haben uns ganz, ganz bewusst für Hersching entschieden, als sozusagen jetzt auch als Standort und mussten da extreme Überzeugungsarbeit bei unseren Investoren leisten, dass wir nicht nach München gehen. Also München wäre unterste Schiene gewesen und eigentlich Berlin sozusagen die Wunschregion wollen wir bewusst nicht, weil wir einfach alle Familie haben und so ein bisschen Spätgründer sind. Aber das ist noch nicht so im Landkreis, finde ich, angekommen. Ich würde gerne dafür werben, dass wir wirklich auch hier mal darauf achten, Dinge zu machen. Also wir brauchen jetzt nicht Flächen, wir brauchen keine Produktionsstätten fürs digitale Business. Wir brauchen in dem Sinn nur Art Inkubatoren oder halt einfach Gebäude, wo wir uns mal zusammen clustern könnten. Also da sind wir noch so ein bisschen allein auf weiter Flur im Landkreis Starnberg. Genau. Vielen Dank, Frau Jäger. Ja, wir sind sehr erfolgreich. Wir kennen uns ja privat auch gut. Ich freue mich, dass Sie das jetzt auch gesagt haben, denn das wäre sonst meine Anregung zum Schluss auch gewesen. Wir sind ein großes, spannendes Land und ich glaube, wir können auch viele verschiedene Start-up-Szenen noch mit begleiten und das ja sicherlich auch ein Bereich, der weiter wachsen sollte. Vielen Dank. Allerletzte Frage, wenn sich noch jemand melden möchte. Ich sehe jetzt nicht, Sie dürfen einfach das Wort ergreifen. Ich kann jetzt nicht alle Teilnehmer sehen. Ja, ansonsten würde ich gerne schließen mit einem ganz großen Dank in die große Runde und einen ganz, ganz großen Dank an meine Mitdiskutanten und an unsere beiden Startups, Frau Kreitz und Herr von der Tann von Vectorflow und Lilium, dass sie uns einen kleinen Einblick gegeben haben in ihre Unternehmen. Ganz herzlichen Dank für alle, die sich jetzt auch so aktiv zu Wort gemeldet haben. Und ich glaube, wir haben durchaus noch einiges zu diskutieren in unserer nächsten, hoffentlich dann nicht mehr virtuellen Runde hier im Landkreis Starnberg. Ich denke, wir haben auch noch viele andere Startups, die ich gerne vorstellen möchte. Und darauf freue ich mich jetzt schon und freue mich, Sie dann alle wiederzusehen. Und bis dahin wünsche ich Ihnen jetzt eine ganz gute Herbst- und Winter- und Weihnachtszeit. Und Herr Greger, haben Sie sich gemeldet? Ja,
Bitte. Wenn Sie Ihr Mikro anmachen, würde ich Sie gerne noch hören. Nein, ich wollte jetzt nur schönen Abend noch sagen. Das ist alles. Ja, das wünschen wir allen. Ja, vielen Dank, Herr Greger. Also ich danke Ihnen allen für die Teilnahme und ich freue mich sehr auf unser nächstes Zusammenkommen. Bis dahin alles Gute für Sie. Danke. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Schönen Abend. Tschüss.